MunichFPV. Ja, wir sehen jetzt hier unseren Stefan. Ihr habt ja bestimmt seine Instagram-Story verfolgt. Er hat sich was Schönes gebastelt. Erzähl dir mal ein bisschen was zu deinem tollen Projekt. Ja, ich habe mir den tollen Lidl-Flieger geholt. Was macht denn der? Inspiriert vom Flybrei. Ja, Lidl-Flieger, einfach auseinandergebaut. Servos reingebaut hier unten. Einen kleinen Motor vorne rangebaut. Ein bisschen getrimmt. Einen Akku reingepackt und ich bin vorher noch nie so ein Flieger geflogen, ich bin noch nie irgendwas anderes als Copter geflogen, ich bin noch nie eigentlich Line of Sight geflogen, aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, ob das Ding heute voll in Flammen aufgeht oder ob ich es schaffe, einmal um Platz rumzufliegen und wieder sicher zu landen. Ja, der Paddy, der Wing-Profi, der gibt mir jetzt so seine letzten Tipps und dann werde ich das Ding hier mal anstecken, hole meine Fernsteuerung raus und dann mal schauen, ob ich weiterkomme als der Moritz bei seinem letzten Versuch. Wie weit ist er denn gekommen? Schätz mal in Metern. Kannst auch in Zentimetern schätzen. Zentimeter waren es vielleicht 7000. 700 wohl eher. 700? Ja. Ja, also einmal hier außen rum. So, Paddy, schau mal, wenn ich hier das Ruder bewege. Macht er das, was er machen soll, oder? Ja, keine Ahnung. Wird schon stimmen. Und jetzt werfe ich den einfach, oder? Ja, Vollgas geben und werfen. Und dann Stick natürlich zurückziehen, dass er nach oben zieht. Ist noch alles dran? Ich glaube schon. Schaut gut aus. Pro-Tipp von mir, das Ding oben festkleben. Ja, ich hab mir so tolle Magneten reingebaut. Ja, die halten genau beim Fliegen, wenn ein Absturz halten die einen Scheißdreck. Mehr Gas. Wie lenke ich den? Ja, Stick nach hinten ziehen. Also den rechten Stick nach hinten, dann müsst du nach oben ziehen. Soll ich ihn dir werfen, dass du beide Hände am Stick haben kannst? Nö, das müsste eigentlich gehen, aber... Jetzt warte mal. Wenn ich den Stick nach hinten ziehe, dann macht er ja gar nichts. Ja, doch. Wenn nicht, dann hast du deinen Mischer falsch eingestellt. Dann habe ich meinen Mischer falsch eingestellt. Dann hast du das Wichtigste vergessen. Ich glaube, ich habe... Ja? Irgendwas falsch gemacht. Kann es vielleicht auch sein, dass der Trappy was falsch gemacht hat? Dass gar nicht du schuld bist, sondern Trappy. Der Trappy ist schuld, ja. Trappy, schick mir eine neue Tango, bitte. Danke, Trappy. Einfach nur so. Hure geil wird dein jetzt, würde sagen. 1, 2, 3, 4. Ich map jetzt einfach mal meine Channels, richtig? Ja. Es gibt eine gar nicht mehr. Vielleicht fliegt er nur mit einem Ruder. Fliegt er immer im Kreis. Aber Gas geht noch. Ne, immerhin. Ja, wir arbeiten noch ein bisschen dran. Jetzt sind noch, glaube ich, 2 Stunden hell oder so. Das reicht ja. Ich wollte später noch WoW spielen mit dem Dicey. Oh, Dicey wird später heute. Paddy, was machst denn du da? Ich werfe jetzt mal selber, ich bin ja Wing Crow. Zeig euch mal, wie das geht. Du bist der Wing Commander? Geil. Mein geliebten Wing, das ist mein liebstes Fluggerät. Ich habe gerade schon versucht, den Senkrecht starten zu lassen, hat nicht geklappt. Kackding. Geil, Wing. Versuche ich mal selber zu werfen. Achtung. Geahmt ist, Sicherheitsabstand. Ah! Ich habe meine Sicherheitskamera vor meinen Augen. Das ist voll geil. Vor allem, weil ich jetzt an der Hinterlauf muss, um das Scheißding zu holen. Okay. Boah, schau dir den Pro an. Meine Freundin startet mit seinem eigenen Wing. Wingstands. Geil. Das Schlimme daran ist, dass er jetzt 5 Minuten ins Scheißding fliegen muss, bis er wieder landen kann. Willst du das auch nochmal fliegen, Steffi? Nee. Nee. Ich will erstmal meinen in die Luft kriegen. Du musst jetzt 5 Minuten hier stehen und dich filmen. Nee, ich sag einfach, der Akku ist leer und ich lande wieder. Ich hab kein Bild. Hat kein Bild mehr. Du bist irgendwo da hinten abgestürzt. Wie? Da? Da bin ich. Da? Nein! 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 So wird man manipuliert. Ja, so ein Vollprofi. Also, ihr habt's gesehen. Wing werfen, ganz einfach. Ich bin mal gespannt, was der Steffi jetzt verübt. Ja, euer Tapingo. So, nach nur 8 Stunden Konfiguration hat es endlich geklappt. Oh, jetzt kommen da Hundemenschen. Oh nee, die fliege ich jetzt voll rein. Ich habe hinten meine kleinen. Ich glaube, du kommst gar nicht so weit.
Jetzt geht's ab. Bist du bereit? Ja klar, hau rein, Diggi. Warte, ich muss noch mal schauen, ob alles geht. Pre-Flight-Check. Aber vielleicht schlägt er auch einfach zu wenig aus. Machen wir nach hinten? Nee, das reicht schon. Ja, aber nach oben. Ja, ja. Ja, dein Problem gerade war nach oben fliegen, nicht nach unten. Bäm! Ich habe halt keine Kontrolle über das Ding. Wirst du jetzt deine Kopter alle verkaufen und auf Wing umsteigen? Ja, ich fliege jetzt nur noch Wing. Jetzt hast du vor allem auch einen Wing. Vorher warst du nur ein Flieger. Weil jetzt ist Wingfliegen ist richtig geil. Probier's nochmal so. Spaß. Oder hast du einen Prop wieder kaputt gemacht? Nee, komm, probier's nochmal so. Ich glaube, das wird nichts mehr. Warum? Da ist ein riesiger Riss in deinem Flügel. Vielleicht sollte ich es ohne den Flügel probieren. Du meinst nur den Motor? Ja. Okay. Fliegt besser als vorher. Die Kinder, die da vorbeifahren, lachen über dich, Stefan. Nein. Doch. Die freuen sich, dass der so gut geflogen ist. Jetzt hast du wenigstens auch eine schöne Pfeilung drin. Können wir damit eigentlich, können wir noch mal ein kurzes Abschlussstatement zu deinem Projekt Lidl-Glider haben? Klump.